Ruhe ist in unserer lauten Zeit zu einer seltenen Kostbarkeit geworden. Dabei ist es die Ruhe, aus der wir Kraft schöpfen. Wir brauchen Zonen der Ruhe im Lärm der Welt. Neue Konzepte für den häuslichen Bereich. Haushaltsgeräte von AEG werden nach einem ganzheitlichen Umweltschutzdenken konzipiert. Dazu zählt auch, Maschinengeräusche so weit es geht zu verhindern. Wie weit das geht, wollen wir Ihnen hier demonstrieren. Nichts hören. Von AEG ist der leiseste Geschirrspüler der Welt. Denn besonders in der Wohnung ist Ruhe wichtig. In der langen Entwicklungsgeschichte der Geschirrspüler konnte das durchschnittliche Maschinengeräusch immer wieder durch Detailverbesserungen gesenkt werden. Aber mit der herkömmlichen Art, Geschirrspüler zu bauen, waren die Grenzen des technisch Machbaren erreicht. Der Wunsch nach noch leiseren Geräten führte uns zu einem völlig neuen Maschinenkonzept. Nur damit kann der Öko-Favorit den Wert von 45 dBA im untergebauten Zustand erreichen. Um den leisesten Geschirrspüler der Welt zu bauen, haben wir das Innenleben der Öko-Favorit-Reihe auf neue Beine gestellt. Denn ähnlich wie beim Cello gilt, ohne akustische Brücke keine Resonanz, also auch keine Verstärkung. Bei der neuen Öko-Favorit-Reihe sind Behälter und Gehäuseteile akustisch entkoppelt. Das Innenleben der Geräte ruht auf vier Gestellschienen, die das Gewicht direkt auf den Sockel ableiten, der übrigens aus schwingungsdämpfendem Recycling-Kunststoff besteht. Ein speziell geformtes Kunststoffprofil sorgt dafür, dass Schwingungen, die durch das Wasser im Behälter erzeugt werden, nicht auf das Gehäuse übertragen und verstärkt werden. Die Umwälzpumpe, zweiter wesentlicher Schallerzeuger, ist ebenfalls schwingungsgedämpft gelagert und flexibel an den Behälter angeschlossen. Optimierter Wasserverbrauch und verbesserter Wasserlauf ermöglichen es, die Pumpenleistung bei gleich guten Spülergebnissen zu verringern. Dadurch ist die Pumpe jetzt bei gleichem Wasserdruck an den Sprühdüsen wesentlich kleiner und leiser. Das neue Konzept. Unter Verzicht auf den Trichter im Oberkorb wird das Wasser für den Sprüharm jetzt in einem geschlossenen System geführt. Sparsamer Spülen. Verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist ein Gebot unserer Zeit. Für AEG bedeutet das, Haushaltsgeräte unter ökologischen Gesichtspunkten zu konzipieren und zu produzieren. Das vordringliche Ziel ist, Wasser und Strom zu sparen, aber auch die Abwasserbelastung mit Geschirrspülmittel und Salz zu minimieren. Verschiedene Aspekte der neuen vollelektronischen Öko-Favorit-Baureihe führen zu weitreichenden Einsparungen. Wichtigster Gesichtspunkt, nur so viel Wasser einsetzen, wie für die jeweilige Beladung notwendig ist. Und durch konstruktive Maßnahmen die erforderliche Wassermenge minimieren. Der Öko-Favorit von AEG hat dafür eine sensorgeregelte Mengenautomatik. Die eigens entwickelte Sensorlogic ermittelt in einem zweistufigen Verfahren, wie viel Geschirr in der Maschine ist. Und garantiert, dass genau so viel Wasser verbraucht wird, wie die jeweilige Beladung erfordert. Egal, wie sie auf Unter- oder Oberkorb verteilt ist. Dabei wird zunächst ermittelt, wie viel Wasser zum Benetzen an der Geschirroberfläche benötigt wird. Viel Geschirr bedeutet viel Wasser. Bei wenig Geschirr ist die Menge geringer. Diese Wassermenge ist die erste Messgröße der SensorLogic zur Ermittlung des Wasserbedarfs für die anschließenden Reinigungsschritte. Als weitere Eingangsgröße misst die SensorLogic den Temperaturanstieg beim Aufheizen des Wassers. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Masse des Geschirrs ziehen. Dabei gilt,
Schnelleres Aufheizen bedeutet weniger Beladung, die wiederum weniger Wasser benötigt, sodass auch Strom zum Aufheizen gespart werden kann. Auch durch die Konstruktion von Behälterboden und Unterkorbschienen spart der Öko-Favorit Wasser. Die strömungsgünstige Gestaltung des Innenraums lässt das Wasser schneller abfließen. Und schnellere Zirkulation bedeutet, dass das Wasser besser genutzt wird. Die Weiche verteilt diese Wassermenge immer abwechselnd auf die vier Sprühebenen. So senken Sensorlogic und Konstruktion der Maschine den Wasserverbrauch auf bis zu 11 Liter. Neben der Optimierung des Wasserverbrauchs regelt die Sensorlogic auch die Programmlaufzeiten vollautomatisch entsprechend der Beladung. Im Display zeigt sie die Verkürzung des Programmlaufs. Mit dem optionalen Warmwasseranschluss geht der Öko-Favorit konsequent den Weg zu einer noch besseren Energiebilanz. Die zukunftsweisenden Bioprogramme sparen ebenfalls Strom und sind genau auf die Wirkung moderner biologischer Kompaktreiniger abgestimmt. Sie spülen das Geschirr schonend bei nur 50 Grad Celsius und eine intelligente Temperaturregelung verbessert das Einwirken der Reinigerenzyme, ohne den Programmablauf verlängern zu müssen. Die Bioprogramme des Öko-Favorit bieten perfektes Spülergebnis bei wesentlich geringerem Energieverbrauch. Auch der Salzverbrauch kann mit der Feineinstellung an der Bedienblende optimiert werden, genau angepasst an die tatsächliche Wasserhärte. Durch eine neuartige verbesserte Aufbereitungsanlage wird im Öko-Favorit die zum Regenerieren erforderliche Salzmenge effektiver dosiert. So kann der Geschirrspüler zwischen 0 und 70 Grad deutscher Härte eingesetzt werden und benötigt 30% weniger Salz,